Und damit herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars. Heute ganz alleine. Nämlich ist euch aufgefallen, dass jetzt seit 3 oder 4 Tagen mein Zeitgefühl ist nicht so das Stärkste. Auf jeden Fall seit 3 oder 4 Tagen, eins von beiden muss es ja sein, kam ja jetzt kein Video mehr. Einerseits war es wahrscheinlich Faulheit, einerseits liegt es wahrscheinlich auch jetzt an meinem Schnittprogramm, weil ich Shortcut nicht mehr benutzen konnte. Und Shortcut ist ja das Programm, womit ich eigentlich meine Videos schneide. Und ich weiß nicht warum, das könnte vielleicht an einem Shortcut-Update liegen oder so. Aber ich konnte Shortcut gar nicht mehr benutzen, es hat nur noch rumgebuggt und das war ja, das ist halt ein bisschen kacke gelaufen. Aber da muss ich auch zu sagen, dass es vielleicht nicht mal an einem Update lag, weil das hatte ich jetzt tatsächlich schon seit mehreren Wochen. Und ich glaube, ich weiß auch, woran das liegen könnte. Das könnte nämlich auch daran liegen, weil ich ja immer extrem riesige Dateien hier bearbeite und so. Und ich glaube, auf sowas ist Shortcut definitiv nicht ausgelegt. Also Shortcut ist nicht auf riesige Dateien, sage ich mal, mehrere Stunden Videomaterial ausgelegt. Und ich habe jetzt, was weiß ich, 100? Ja, 100 gespeicherte Projekte in Shortcut. Und ich weiß nicht, ob Shortcut das noch so alles verarbeiten kann. Und das Ding ist, löschen will ich die auf jeden Fall auch nicht, weil ich die alle wahrscheinlich nochmal brauchen werde. Und, nein. Warte. Das ist mein Bett. Ja. Nein. Oh mein Gott. Flieg. Ja. Und deswegen habe ich jetzt den Entschluss getroffen, mir ein neues Schnittprogramm zuzulegen. Nämlich heißt das Schnittprogramm DaVinci Resolve. Das ist momentan wohl die beste, komplizierteste und umfangreichste kostenlose Schnittprogramm. Ich kann Deutsch. Und das ist einfach genau das, was ich halt eigentlich auch will. Um es wirklich zuzugeben, Shortcut hat mir seit schon einer wirklich großen Weile nicht mehr gefallen. Einerseits natürlich wegen diesen Bugs und einerseits deswegen, weil es meine Ansprüche einfach nicht mehr erfüllt. Mir fehlen einfach zu viele Features in Shortcut. Shortcut ist auch eigentlich nur ein Schnittprogramm für Anfänger. Und ich sag's mal so, ich würde mich selbst jetzt nicht mehr als Anfänger bezeichnen. Und ich will halt eigentlich auch mal wirklich mehr Möglichkeiten haben, einfach für diese Videos. Und die werde ich bald auf jeden Fall brauchen, weil, okay, das kann ich noch nicht sagen, aber ich werde es auf jeden Fall bald brauchen. Ich könnte schon mal spekulieren, was das sein soll. Und deswegen war halt eigentlich DaVinci Resolve jetzt die perfekte Lösung für meine Probleme. Ja, außerdem werden wir gerade mehr oder weniger komplett hier zerstört. Oh Gott, nee. Bro. Nein! Also wie gesagt, DaVinci Resolve ist auf jeden Fall die Lösung für alle meine Probleme. Ich kann damit so viel machen. Das geht von leichten Schnitt bis hin von After Effects bis, was weiß ich, kompliziertesten Ausmaskierungen. Und damit kann man sogar Animationen erstellen. Okay, Animationen will ich jetzt nicht machen. So weit will ich jetzt noch nicht gehen. Aber ich werde auf jeden Fall einiges davon sehr gut benutzen können. Also einfacher als Shortcut ist es auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, wenn man sich erstmal mit diesem Programm ein bisschen befasst, das könnte mal guten Monat dauern, bis man sich da richtig reingefunden hat. Dann klappt das auch, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Also gebt mir einfach ein bisschen Zeit. Wundert euch nicht, wenn die Videos jetzt vielleicht erstmal ein bisschen anders aussehen. Was sie hoffentlich nicht werden, aber könnte halt sein. Also wie gesagt, ich gebe hier nur mal so eine Warnung raus. Ich werde mich jetzt erstmal hier krass rüber bridgen. Oh. So, und jetzt gehen wir mal auf Rot. Ach, Rot wurde gerade. Okay. Dann gehe ich auf Blau. Oh mein Gott, scheiße. Okay, hat niemand gesehen. Ich dachte, es wäre mein Mate. Ich dachte gerade, no joke, das wäre mein Mate gewesen. Okay, wir haben es geschafft. Alter, der ist Level 145. Krasser Boy. Oh, ich bin auch so dumm wie, was weiß ich, Alter. Immer diese Ritzen, Junge, immer diese Ritzen. Nee, hä? Hallo, geh mal weg. Was macht Blau denn jetzt noch hier? Hallo, geh mal weg, geh mal weg. Bro! Warum ist Blau jetzt noch hier? Och Mann. Weißt du was? Dann gehe ich halt FFA, Alter. Ich werde euch natürlich das Schnittprogramm auch in der Videobeschreibung jetzt verlinken. Unter mein Schnittprogramm. Weil das wird ja jetzt natürlich nicht mehr Shortcut sein. Och, warum schreibt mich schon der Erste an? Schade, dass man in FFA nicht genickt sein kann. Das wäre ja eigentlich voll nice. Oh, er will Handfight. Krasser Boy. Junge, er mit seinem Schild hier auch vor allem. Diese Cosmetics, Alter. Ich liebe sie. Oh, da bist du kurz weggeflogen. Oh. Oh. Junge hat Fall. Junge, warum verlässt er? Bevor dieses Video noch dümmer wird, will ich einfach sagen, das war's auch mit dem Video. Ich wollte euch eigentlich nur ganz kurz erklären, was jetzt, warum jetzt eigentlich nichts kam und warum ich unzufrieden mit Shortcut war. Und
Eigentlich kamen die Videos nur nicht, weil ich zum Großteil faul war. Ich meine, ich weiß ja schon jetzt, wie man ein Video ungefähr macht, aber was möchtest du? Ich bin von der Alex belästigt. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, was hoffentlich dann nicht irgendwie erst in... Was willst du eigentlich? Was dann hoffentlich nicht erst in 3 Tagen wiederkommt. Oder 4, ich weiß es immer noch nicht. Also, bis dann und ciao.